Regiosport wird Ihnen präsentiert von Traumelix, Dologel und Patch. Ihre Arzneimittel zur äusserlichen Behandlung von Schmerzen. Erhältlich in Ihrer Apotheke. Nur die beste Qualität. Von der Beratung bis zum Service. Jetzt neu Kerle und Vitra mit dem Staubsauger. Alles aus einer Hand. Wagner Haushaltgerät in Brattelen. Ab dem Dienstag, 22. März, gibt es in der St. Jakobshalle im Rahmen der Badminton Swiss Open wieder absoluten Weltklasse-Sport. Im Herreneinzel zum Beispiel haben wir aktuelle Nummer 1 der Welt, der aktuelle Weltmeister und der aktuelle Olympiasieger, also besser geht es gar nicht mehr. Wir haben aber auch dort noch Nummer 3, 5, 8, 9, 10 von der Welt, also eine riesige Dichte. Auch beim Dameneinzel haben wir diverse Top-10-Spielerinnen, Weltmeisterinnen etc. Also besser geht es fast nicht mehr. Der Stellenwert von diesem Turnier ist entsprechend riesig. Unser Turnier gehört zur World Tour. Wir gehören so zu den 20 wichtigsten Turnieren auf der Welt mit entsprechend Weltranglistenpunkten, die man sammeln kann, neben dem Preisgeld. Und die Weltranglistenpunkte sind vor allem zentral wichtig für die Spieler, weil aufgrund des Weltrankings können sie sich dann für Weltmeisterschaften und Olympische Spiele etc. qualifizieren. Es kommt noch dazu, dass wir im Kalender im März mehrere Turniere in Europa haben. Und das Jahr zum Beispiel nutzt dann das, um auf Europa zu kommen und besuchen dann da mehrere Turniere hintereinander, bevor sie dann wieder weiterreisen. Und da, das Europa-Turnier-Package, das ist natürlich dann ideal für alle Teilnehmer. Wegen Corona sind Badminton Swiss Open in den letzten Jahren ein paar Mal an einem ganz dünnen Faden gehangen. Ganz schlimm war natürlich auch gewesen, vor zwei Jahren mit dem Lockdown. Da sind wir schon am Aufbau in der St. Jakobshalle und haben den Bescheid vom Bundesrat müssen zur Kenntnis nehmen, dass Grossveranstaltungen verboten worden sind. Wir haben dann zum Glück die Rettungsgelder gekriegt vom Bund. Es war aber ein riesiger administrativer Aufwand. Wir haben da riesige Dossiers müssen einreichen. Das Ganze ist plausibilisiert worden. Aber schlussendlich haben wir die Rettungsgelder gekriegt. Und letztes Jahr im 2021 war es auch nicht einfach, weil eben ohne Zuschauer heisst keine Ticketeinnahmen, keine Catering-Einnahmen, Merchandising. Die Sponsoren haben natürlich auch nur reduziert gezahlt. Aber auch hier zum Glück haben wir entsprechende Unterstützung gekriegt von der Stadt Basel, vom Bund etc., auch vom Weltverband. Weil für den Weltverband ist zentral wichtig, dass es mit dieser Tour wieder vorwärts geht. Und wir sind dort das erste Turnier weltweit, wo auch eben bereit war, eine Bubble-Veranstaltung zu machen. Und das ist entsprechend dann auch unterstützt worden. Es hat viel Nerven gekostet, auf jeden Fall. Also dort ist wirklich auch, also von der ganzen Organisation her, weil so viele Sachen sind neu gewesen und einmalig. Also wir haben fast das Turnier müssen neu erfinden, vor allem als Bubble-Turnier. Also es war schon wirklich speziell gewesen. Und es war ganz toll gewesen, haben wir genug Helfer gefunden, die bereit waren, hier mitzuziehen. Aber umso mehr ist es auch die Freude bei der ganzen Organisation, dass jetzt wieder eine normale Swiss Open mit Publikum und so weiter können stattfinden. Die Finanzen sind gemäss Christian Wackernagel soweit im Lot. Allerdings hat man keine Reserven und muss Jahr für Jahr schauen. Woher nimmt er seine Energie? Die primäre Energie nehme ich spielselber Badminton. Ich bin seit 30, 40 Jahren begeisterter Spieler. Ich bin Fan von dieser Sportart. Ich finde es eine der attraktivsten Sportarten, die es gibt. Und da ist einfach mal primär mal sehr viel Herzblut dahinter. Und wir sind eine riesige Familie, die da seit eben 30 Jahren da zusammen den Weg gehen. Wir haben ganz viele Helfer, die seit Beginn oder seit 10, 20 Jahren dabei sind im Team. Und das ist eine tolle Sache. Und für uns ist sozusagen der März und die Swiss Open ist so ein Fixtermin wie für andere die Fasnacht etc. Und es ist bei uns, bei den meisten, ist einfach die Begeisterung für das Badminton und oder generell einfach auch für ein Sportevent dabei zu sein. Der Badminton Swiss Open 2022 in der St. Jakobshalle fängt am Dienstag, 22. März an und endet mit dem Finalwochenende am Sonntag, 27. März.
In der Frankenbündenhalle in Liestl ist kurzfristig das sogenannte On-Fire 3x3 Basketballturnier durchgeführt worden. Und zwar mit namhafter regionaler, nationaler und internationaler Beteiligung. Was es mit diesem Anlass auf sich hat, erklärt der Turnierchef gerade selber. 3x3 ist Basketball und es ist 3 gegen 3 Spieler, darum auch der Name so. 3x3 ist eine Trendsportart, es ist seit neuem auch olympisch, absolut cool. Es wird eigentlich draußen gespielt, aber heute machen wir das in der Halle. Früher hat es als Streetball und dann hat man es reglementiert. Und mittlerweile ist es an der Olympiade natürlich auch gespielt worden. Und es wird draußen vor allem im Frühling, Sommer gespielt und durch das hat es eigentlich den Bekanntheitsgrad immer mehr können steigern. Das Echo bei Aktiven und Fans war offenbar super. Wir haben jedes Jahr zusätzliche Teams, die sich anmelden, von jung bis alt. Also mega lässig. Es war also sehr viel los in der Sporthalle Frankenbünden. Hier ein paar Eindrücke. Turniersieg sind in der Kategorie U12 Mix an Swiss Meisters vor dem Schweizer Team Platonitos und bei den Herren an Fribourg vor Montreux gegangen. Ein nächster Fixpunkt für die 3x3-Fans bildet dann das Städtli-Basket, das voraussichtlich am Sonntag, 26. Juni, im Städtli Liestl durchgeführt wird. Regiosport ist Ihnen präsentiert worden von Traumalix, Dologel und Patch. Ihre Arzneimittel zur äusserlichen Behandlung von Schmerzen. Erhältlich in Ihrer Apotheke. Nur die beste Qualität. Von der Beratung bis zum Service. Jetzt neu Kerle und Vitra mit dem Staubsauger. Alles aus einer Hand. Wagner Haushaltgerät in Brattelen.